Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen ganz besonderen Herrn per Zoom zugeschaltet. Ich kenne ihn sicher schon seit 40 Jahren. Seine zahlreichen Bücher haben mein Leben begleitet und ganz bestimmt ist Ihnen dieser Name auch ein Begriff. Ich darf heute mit Kurt Tepperwein sprechen und wir legen gleich los. Bleiben Sie dran! Herzlich willkommen, Herr Kurt Tepperwein. Schön, dass Sie da sind. Einen wunderschönen guten Morgen und freue mich auf Ihre Fragen. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also danke mal für die Ehre, dass wir uns die Zeit nehmen dürfen, zusammen ein bisschen zu reden. Was mich natürlich sehr interessiert ist, Sie werden nächstes Jahr bereits 90 Jahre. Und wenn ich Sie so anschaue, jetzt so per Zoom, Ihr Bild, Ihr Gesicht und Ihr knallharter Verstand, Sie haben über 136 Bücher geschrieben. Dann frage ich mich einfach, was haben Sie alles so richtig gemacht, damit Sie so gesund alt werden dürfen, wie Sie es geworden sind bisher? Also das Wichtigste war, dass ich mich sehr früh gefragt habe mit 17, wer bin ich eigentlich? Warum bin ich hier? Was soll das Ganze? Wo will ich hin? Und das ist eine Frage, das wusste ich damals nicht, wie entscheidend die für das ganze Leben ist. Und leider stellt sich kaum jemand diese Frage, weil die meisten Menschen identifizieren sich mit ihrem Körper und glauben, ja, das bin ich, was ich im Spiegel sehe, ganz klar. Dabei müsste ihnen schon die Weisheit der Sprache zu denken geben, denn sie sagen ja, was ich im Spiegel sehe, das ist mein Körper. Ja, wer sagt das denn? Ach. Das sind Sie. Ja, das, was Sie im Spiegel sehen, ist nur Ihre Verpackung, Ihre Kleidung. Sie sind aber der Träger der Kleidung. Und das müssen wir uns bewusst machen. Und das ist entscheidend für das ganze Leben. Denn machen wir uns noch einmal bewusst, wie Schicksal entsteht. Jeder macht sich sein Schicksal in jedem Augenblick selbst. Das heißt, unser So-Sein bestimmt die Schwingung unseres Energiefeldes. Und diese Schwingung senden wir 24 Stunden am Tag aus und bestellen damit beim Leben entsprechende Ereignisse. Das heißt also, auch wenn wir scheinbar nichts tun, verursachen wir Zukunft. Und dazu gehört auch unsere Gesundheit, dazu gehört unser Schicksal, dazu gehört alles im Leben. Und jetzt ist es eben entscheidend, wer wohnt in diesem Körper? Wer lebt dieses Leben? Bin ich in der Illusion, ein Mensch zu sein? Dann habe ich mir diese Frage eben noch nicht beantwortet. Oder aber erkenne ich, ich bin vollkommenes ewiges Sein. Ich bin reine Existenz. Ich bin bewusstes Leben, Bewusstsein. Und wenn ich lebe als Bewusstsein, also als der, der ich wirklich bin, ändert das entscheidend natürlich mein So-Sein, grundlegend. Und ich verursache ganz andere Ereignisse, eine ganz andere Zukunft. Solange ich in der Illusion des Menschseins lebe, des Ichs lebe, wie die meisten leider, verursache ich erst diese ganzen menschlichen Probleme, Schwierigkeiten, Mangel, Leid, Krankheit und so weiter. Erst wenn ich lebe als der, der ich wirklich bin, ziehe ich nur noch die Menschen, Dinge, Ereignisse, Situationen und Umstände in mein Leben, die meinem erwachten Bewusstsein entsprechen, mit denen ich resonanzfähig bin. Und das ist ein ganz anderes Leben. Das heißt also, das sollten wir so früh wie möglich tun, weil das unser ganzes Leben entscheidet. Ich habe jetzt ganz viel gelernt, also nur schon der Satz, das ist mein Körper, sagt ja eigentlich schon, dass ich ja das gar nicht bin. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir sagen es ja eigentlich richtig, aber identifizieren uns immer als Mensch. Wie kommen Sie darauf, mit 17 bereits sich solche kritische Fragen zu stellen? Oder tiefsinnige? Also der Anlass war ganz menschlich. Ich hatte mit 17 die Probleme, die man mit 17 hat. Ich war verliebt
und viel zu schüchtern, ihr das zu sagen. Und dann passierte natürlich nichts. Ich hatte Wünsche, hatte Probleme und habe gesagt, ja, wie kann ich denn mir meine Wünsche erfüllen, meine Ziele erreichen, meine Probleme lösen? Ich lebe, das merke ich ja, ich bin da, aber ich kenne die Spielregeln des Lebens gar nicht. Ich weiß nicht, was zu tun ist, damit man eben seine Wünsche erfüllt und seine Ziele erreicht. Da muss doch einer kommen und muss mir das erklären. Und da kam tatsächlich, hat das Leben mir eine Antwort gegeben, die ich nicht erwartet hatte. Irgendwann kam dann mal ein Bekannter und sagte, hast du schon mal meditiert? Und das Wort hatte ich damals noch überhaupt nicht gehört. Das war nicht bekannt vor 70 Jahren. Ja, war das nicht geläufig. Und dann sagte er, ich mache das mal mit dir. Ich mache mal eine geführte Meditation. Und dann führte er mich auf einen Berg und ich erlebte das dann auch, ging also auf diesen Berg. Und er sagt mir, da oben steht dann auf dem Berg eine Blockhütte, die sah ich dann. Und dann sagt er, jetzt geh mal rein in diese Blockhütte. Und dann hört er auf zu sprechen. Und ich stand jetzt vor der Blockhütte und wusste nicht, muss man jetzt anklopfen oder darf ich da reingehen? Dann habe ich geklopft, aber hat niemand was gesagt oder ich habe nichts gehört. Jedenfalls bin ich reingegangen und es war eine kleine Hütte und war nur ein Raum. Und in der Mitte stand ein wunderbarer Sessel und da saß ein alter Mann mit weißem Bart und weißen Haaren. Und ich wusste gleich, das ist der Meister, der mir alles beantworten kann, auf den ich gewartet habe. Und dann habe ich den gleich überfallen. Meister, also ich habe so einen Haufen Fragen, so können wie mache ich das denn? Mehr? Sagt er, einen Moment. Was ist dir das Wichtigste im Leben? Ja, ich sage, das Wichtigste ist alles wichtig, aber okay, das Wichtigste wäre jetzt erstmal das Mädchen, in das ich verliebt bin. Ja? Wie kann ich die kriegen? Ich möchte unbedingt, aber ich bin zu schüchtern, was muss ich machen? Und dann sagte er, woher weißt du, dass das die Richtige ist? Ja, so eine Frage hatte ich mir gar nicht gestellt. Ich war verliebt und wollte sie haben. Dann habe ich innegehalten, habe gesagt, ja, weiß ich nicht, aber ich habe so einen starken Drang dahin. Und ja, würdest du sie denn auch haben wollen, wenn es die falsche ist? Ja, sage ich, dann sollte ich eigentlich nicht. Aber das heißt also, er hat mich gleich gebremst und meinen Blick auf das Wesentliche gelenkt, dass nicht das Habenwollen des Ichs im Vordergrund steht, sondern stimmt das in meinem Leben? Und so hat er mir im Laufe der Zeit dann alle Fragen beantwortet. Das heißt, ich bin sicher jeden Tag dann alleine, nachher braucht man keine Führung mehr beim zweiten Mal. Ich wusste ja jetzt, wie es geht. Bin dann zur Blockhütte gegangen und heute habe ich folgende Frage. Und er hat mir ganz geduldig und ruhig immer alle Fragen beantwortet. Und nach 6 Jahren stand er zum ersten Mal auf, ging zur Tür und sagte, du hast die ganze Zeit mit dir selber gesprochen. Du hast Selbstgespräche geführt. Mich gibt es gar nicht wirklich. Ich bin der, der du wirklich bist. Du hast alle Weisheit in dir. Du bist vollkommenes, ewiges Sein. Du bist ein ungetrennter Teil der Quelle. Du hast dir alle Fragen selbst beantwortet. Du brauchst mich nicht mehr als Spiegelbild deiner eigenen Weisheit. Ging raus und ward nie wieder gesehen. Und ich saß da jetzt auf dem Stuhl, er hatte mich aufgefordert, mich da hinzusetzen und ziemlich hilflos und sagt, ich soll mir jetzt alle Fragen selber beantworten. Woher soll ich das wissen? Dann habe ich mir eine Frage bewusst gemacht und dann fiel mir tatsächlich sofort die Antwort ein. Da habe ich gesagt, nur ein Zufall. Also andere Frage und dann fiel mir sofort wieder die Antwort ein. Und dann habe ich gemerkt, er hat recht. Das heißt, wir alle sind nicht der, der wir zu sein scheinen. Dieses vorübergehende Erdenkleid, das wir hier tragen, wir sind der Träger. Wir sind das Bewusstsein, das da lebt. Wir sind auch der Träger des Lebens. Und dann habe ich
eben mir diese Frage beantwortet, die so wichtig ist: Wer bin ich eigentlich? Wo komme ich her? Wo will ich hier hin? Warum bin ich eigentlich hier? Und so habe ich mir dann ab etwa 23 war das wohl, dann alle Fragen selber beantworten können und war gleich durch ihn auf das Wesentliche gerichtet und konnte mir auch Gesundheitsfragen natürlich beantworten, weil ich habe damals einen Spruch gelesen: Wenn du ein gesunder alter Herr werden willst, musst du mit 17 anfangen. Und da habe ich gedacht, okay, 17 ist jetzt schon vorbei, aber dann fange ich wenigstens jetzt an. Und dann habe ich die Wahrnehmung darauf gerichtet: Ja, was muss man denn dafür tun? Auch mit 23 spielte Gesundheit noch keine Rolle, das war selbstverständlich. Aber dachte, ja, ich erlebe das ja bei den alten Leuten. Die haben dann alle möglichen Wehwehchen und Alterserscheinungen. Wenn man das vermeiden kann, was muss man denn tun? Und da habe ich mir eben bewusst gemacht, indem ich meine Aufmerksamkeit darauf richte, erkennt man das wie bei Google. Ja, sie haben eine Suchmaschine, aber sie wissen deswegen nicht alles, sondern nur das, was sie aufrufen. Das wissen sie. Und das Instrument zum Aufrufen ist ihre Aufmerksamkeit. Das heißt also, worauf sie ihre Aufmerksamkeit richten, als erwachtes Bewusstsein. Als Mensch, als ich geht das nicht. Als erwachtes Bewusstsein, wenn sie ihre Aufmerksamkeit auf eine Frage richten, wissen sie sofort die Antwort. Wenn sie vor einer Entscheidung stehen, erkennen sie sofort die richtige Entscheidung. Wenn sie vor einem Vorhaben stehen, erkennen sie den besten Weg, die richtigen Schritte, den optimalen Zeitpunkt, die richtigen Partner. Und das Wichtigste, sie erkennen, wie es ausgeht, bevor sie überhaupt beginnen. Das heißt, sie machen aus jedem Vorhaben einen vollen Erfolg, einfach indem sie vorher schauen, wie mache ich das? Okay, welcher Weg, welche Schritte führen sicher zum Erfolg? Und erst wenn ich den Weg ganz klar erkannt habe, der sicher zum Erfolg führt, beginne ich etwas, und daraus ist das Sprichwort entstanden: Erst gewinnen, dann beginnen. Das heißt also, ich habe immer erst angefangen mit dem letzten Schritt, dem Schritt ins Ziel. Führt dieses Vorhaben überhaupt zu dem Ziel, was ich anstrebe? Ist dieses Ziel überhaupt das Richtige? Welches wäre denn das Richtige? Und welchen Weg braucht es? Und erst wenn das geklärt war, dass mein Vorhaben absolut sicher auf diesem Weg mit diesen Schritten zum Erfolg führt, habe ich überhaupt den ersten Schritt getan. So, und das hat mein ganzes Leben natürlich verändert. Erst gewinnen und dann erst beginnen. Das heißt wirklich diese Vision sich vorstellen, mit Gefühlen und Emotionen reinfühlen, wie es ist, wenn ich das Ziel erreicht habe und wenn diese Leidenschaft und Begeisterung da ist, dann zu starten. Reicht noch nicht. Fehlt noch. Das machen genau die meisten Menschen dann, die das wissen, und scheitern. Mhm. Warum? Übertragen wir das doch mal auf eine ganz alltägliche Erfahrung. Sie haben in einem Warenhauskatalog eine Sache entdeckt, die Sie schon lange suchen. Und jetzt stellen Sie sich die vor, Sie haben die und freuen sich. Haben Sie sie jetzt? Mhm. Nein. Sie müssen immer noch tun. Bestellen. Ja, klar. Ja, tun muss man. Natürlich. Die Vorstellung reicht nicht. Ja, habe ich verstanden, richtig. Ich habe mal so ein Buch gelesen, das heißt auch immer: Gott arbeitet nicht für dich, sondern mit dir. Ja, aber man muss es schon tun, oder? Also von alleine geht's nicht. Mhm. Machen wir uns, wenn wir es schon besprechen, sagen wir auch, wie tut man es denn? Also die Schritte nochmal ganz, es ist absolut richtig, ich muss erst Zielklarheit schaffen. Ich muss wissen, was ich will. Ich muss es für möglich halten. Und ich muss glauben, dass ich es kann. Das ist die Voraussetzung. Wenn ich glaube, geht eh nicht, brauche ich gar nicht erst anfangen. Dann habe ich mit meinem Unglauben schon praktisch ein Hindernis geschaffen, das ich nicht überwinden kann.
Aber so. Wenn ich jetzt zum Beispiel Sie jetzt anschaue, so gesund wie Sie jetzt sind, mit knapp 90 Jahren, und Sie stellen sich das mit 20 vor, ich möchte mit 90 wirklich einen gesunden Körper haben. Haben Sie denn immer selbst reflektiert, was braucht mein Körper? Und haben Sie das denn auch gespürt? Das ist die Voraussetzung. Das sollten wir vielleicht gerade mal machen. Also entscheidend ist nämlich, dass Sie vom Denken zur Wahrnehmung kommen. Solange Sie im Denken sind, und die meisten sind im Verstand und lassen ihr Leben vom Verstand führen und verursachen damit diese ganzen menschlichen Schwierigkeiten, denn der Verstand gibt sein Bestes, absolut richtig, aber der ist ja erst in diesem Leben entstanden. Der hat also nur die begrenzte Lebenserfahrung, die er hat, und er ist selber klug genug zu wissen, dass er sich oft irrt. Und sagt dann eben, ja, Irren ist menschlich und hat ähnlich schöne Ausreden gefunden. Ja, Irren ist menschlich, das ist richtig. Aber wenn Sie in der Wahrnehmung sind, Wahrnehmung kann sich nicht irren. Wahrnehmung ist wie die Kamera hier, die stellt nur fest, was ist. Die fügt nichts hinzu, lässt nichts weg, sagt, so ist es im Moment aus. Und Sie können sich absolut darauf verlassen, da gibt es keinen Fehler, ja. Die Kamera kann nicht sagen, ach nee, der ist mir nicht sympathisch, den nehme ich jetzt nicht auf, ich gucke lieber in die Gegend, geht nicht. So, das heißt also, ich sollte so früh wie möglich vom Denken zur Wahrnehmung kommen, weil dann treffen Sie nur noch richtige Entscheidungen. Können Sie sich vorstellen, wie dramatisch sich ein Leben ändert, wenn man nur noch richtige Entscheidungen trifft? Das heißt, Sie ersparen sich alle Umwege, alle Enttäuschungen, alle Verluste an Zeit, an Geld, an Schwierigkeiten. Sie tun gleich das Richtige, Sache erledigt. Ja, Sie werden in einem Maße effektiv, wie Sie sich das als Mensch gar nicht vorstellen können. Und jetzt also die entscheidenden Schritte, wie komme ich vom Denken zur Wahrnehmung? Machen wir es gerade. Und jetzt ein wichtiger Schritt. Nicht das, was ich jetzt sage, als Wissen speichern. Wir haben in der Schule gelernt, dass wir alles als Wissen speichern. Dann tun wir es in das Regal unseres Gedächtnisses und dann wird es leerer Ballast. Dann steht es einfach nur rum. Das Wissen ist toter Ballast, wenn es nicht genutzt wird. Also das jetzt nicht mehr als Wissen speichern, sondern sofort vollziehend erleben. Das heißt also, fühlen, dass es ist. Machen wir es gerade? Bitte. Erster Schritt. Ich mache mir bewusst, wer bin ich? Ich bin nicht mein Körper, nicht der Verstand. Ich bin nicht die Persönlichkeit, sondern, zweiter Schritt, wie die Weisheit der Sprache schon sagt, ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Wer sagt das denn? Dritter Schritt. Ich mache mir bewusst, ich bin der, der das sagt. Ich bin Bewusstsein. Das heißt, mein Körper, mein Verstand, das ist nur mein Erfahrungsinstrument, das ich hier in einer materiellen, physischen Welt brauche, weil ich Bewusstsein bin. Ich bin reine Energie. Ich habe keine Hände und keine Beine, weil ich die nicht brauche. Habe ich keine Verwendung zu Hause dafür. Wir machen alles geistig. Aber hier auf der Erde brauche ich das. Das ist also mein Erfahrungsinstrument. Aber das bin ich nicht. Und jetzt mache ich den dritten Schritt. Ich schaue meinem Erfahrungsinstrument als der, der ich wirklich bin, beim Leben zu. Bin also der bewusste Beobachter und schau mal, was macht denn mein Körper gerade? Ah, der sitzt gerade. Okay, wie fühlt der sich gerade? Ah, dann schaue ich mal beim Verstand rein. Was denkt der gerade? Macht er sich Sorgen über die Zukunft? Völlig unnötig. Als Bewusstsein nehme ich ja wahr, was zu tun ist. Und damit bin ich der bewusste Beobachter geworden. Und damit geschieht eine Reihe von Wundern. Ist schon geschehen, wenn Sie es vollzogen haben jetzt. Ganz von selbst, nämlich das, was ich beobachte, kann ich ja nicht sein. Das heißt also, damit habe ich den Stecker der Identifikation mit der Illusion des Ich gezogen.
Ich bin der Beobachter und mein Körper, mein Verstand, meine Persönlichkeit ist der Beobachtete. Und wenn ich will, bleibe ich jetzt ein Leben lang immer ständig der Beobachter. Und damit geschieht das zweite Wunder. Ich komme ganz von selbst vom Denken zur Wahrnehmung. Denn was macht ein Beobachter? Der nimmt wahr, was gerade geschieht. Das braucht keiner lernen, das kann ja jeder. Ja, das heißt also, ich habe gerade den Schritt unmerklich vollzogen vom Denken zur Wahrnehmung. Das ist das Gleiche, was der Verstand wahrnimmt, nur jetzt nehme ich wahr mit einem irrtumsfreien Instrument der Wahrnehmung. Der Verstand kann sich irren, aber in dem Moment, wo ich zur Wahrnehmung erwacht bin, habe ich keine Verwendung mehr für das begrenzte und begrenzende Denken, sondern ich habe ein fehlerfreies Instrument zur Lebensführung und bin in der Wahrnehmung. Und jetzt nehme ich wahr, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte. Das ist mein Suchinstrument. Und jetzt kann ich zum Beispiel wahrnehmen, welche Bedürfnisse hat denn mein Körper? Welche Nahrung braucht der heute? Hat er genug Bewegung? Hat er genug Schlaf? Was braucht mein Körper? Und das mache ich 2-3 Mal am Tag. Das ist nur, es dauert 5 Sekunden. Sie schauen eben mal rein und schauen, was ihr Körper braucht, nehmen die Bedürfnisse wahr. Und jetzt geschieht ein Wunder. Das merken Sie erst viel später, wenn Sie die Bedürfnisse Ihres Körpers nicht nur wahrnehmen, sondern erfüllen. Hat der Körper keinen Grund, Ihnen über eine Krankheit eine Botschaft zu schicken, weil das ist ja alles in Ordnung. Ja, das heißt, Krankheit als Lehrer wird nicht mehr gebraucht und verschwindet aus Ihrem Leben. Ich habe schon etliche Jahre keine Krankheit mehr erlebt, nicht mal einen Schnupfen im Winter, weil ich einfach die Bedürfnisse des Körpers wahrnehme und erfülle und dann kommt Krankheit einfach nicht mehr vor, weil die Botschaft nicht erforderlich ist. Aber gleichzeitig nehmen Sie wahr, ob Ihr Weg zum Erfolg der richtige ist. Sie nehmen wahr, ob der Partner, dem Sie begegnen, der richtige ist. Und wie Sie erkennen den Weg, wie Sie mit ihm glücklich werden. Mit einem Wort, Sie nehmen wahr, Ihren persönlichen Weg zu Gesundheit, Erfolg, Wohlstand und Glück. Und deswegen ist die Wahrnehmung, der Schritt vom Denken zur Wahrnehmung nicht nur wichtig, er ist einfach unverzichtbar. Ich kann das völlig nachvollziehen, was Sie da sagen, und ich bin auch überzeugt, das ist der richtige Weg. Wie lange mussten Sie selbst trainieren, bis Sie eigentlich über die Meditation hinweg so schnell den Zugang zu Ihrem Bewusstsein gefunden haben? Und nicht immer hinterfragt haben, wer ihr redet jetzt da, oder ist das jetzt wirklich mein Bewusstsein oder ist das mein Verstand? Wer redet da? Welche Stimme ist das? Die Frage kann nur ein Verstand stellen. Ja, ich muss ja. Sie könnten auch als Bewusstsein, denn Sie sind Bewusstsein. Mhm. Aber das war eine Frage aus dem Verstand. Jetzt die Gegenfrage. Wie lange wollen Sie trainieren, um der zu sein, der Sie ja die ganze Zeit sind? Ja, gar nicht. Das braucht man nicht trainieren. Sie brauchen sich nur erinnern. Mhm. Sie sind das ja die ganze Zeit. Ja? Sie sind sich dessen nur nicht bewusst. Mhm. Und das ist ein entscheidender Schritt. Nehmen wir mal an, das Beispiel, ein Millionär hat durch einen Verkehrsunfall sein Gedächtnis verloren, wacht im Krankenhaus auf und sagt, wo bin ich hier, was bin ich, guckt in die Tasche, wie viel Geld habe ich, 124 Euro, naja, da komme ich nicht weit mit, was könnte ich denn beruflich mal machen, wie kann ich meinen Lebensunterhalt verdienen? Er ist immer noch Millionär, es hat sich nichts geändert, aber es nützt ihm nichts, weil er es nicht weiß. Ja, er glaubt, in einer ganz anderen Situation zu sein, in einer sehr begrenzten Situation, aber irgendwann kommt dann sein Gedächtnis wieder, naja, und dann verfügt er wieder über seine Millionen und dann ist diese ganze Problematik, die er eben hatte, das ist die menschliche Problematik, die muss nicht gelöst werden,
die ist Illusion. Er sagt, ich habe ja nicht nur die 124 Euro, die ich in der Tasche hatte, sondern ich kann ja über alles verfügen. Alles ist da. Und genauso ist es jetzt mit Ihnen, während Sie da vor mir sitzen und die, die zuhören und zuschauen, Sie sind ja Bewusstsein. Sie sind sich dessen nur nicht bewusst. Sie denken mit dem Verstand und halten das für vernünftig. Und solange ich nichts Besseres habe, ist das auch das Beste, was man tun kann. Das ist ganz klar. Ja, aber in dem Moment, wo Sie zur Wahrnehmung erwachen und erkennen, wer Sie wirklich sind und leben als Beobachter, ja, treten Sie ein in ein ganz neues Leben, weil Sie damit ganz andere Umstände in Ihr Leben ziehen. Von einem Moment zum anderen verwandelt sich Ihr Leben. Das ist ungefähr so, wie Sie jeden Morgen das erleben. Sie haben angenommen einen Albtraum und Sie haben da fürchterliche Probleme. Vielleicht ist sogar Ihr Leben bedroht und Sie wissen keine Lösung. Es gibt keinen Ausweg und Sie wachen auf. Und Sie sehen, okay, das war nur ein Traum. Ich muss jetzt nicht die Albtraumprobleme lösen. Das war eine Seifenblase, die ist jetzt geplatzt. Ich bin jetzt in meiner Realität. Ich stehe jetzt auf und gehe in mein Leben. Und genauso ist es, die meisten Menschen schlafen, aber sie wissen es nicht. Sie träumen nur den Traum vom Leben. Sie sind noch gar nicht erwacht. Und aber einem Träumer kann man nicht sagen, dass er träumt, weil er träumt ja, dass er wach ist. Er glaubt ja, das ist sein, die Traumwelt, das ist seine Welt. Aber das ist sie nicht. Jeden Morgen erlebt er, wenn er aufwacht, so, das ist jetzt Traum gewesen und jetzt gehe ich in meine Realität und das ist mein Leben. Und genauso sollten wir uns so bald wie möglich eben die Frage beantworten, wer bin ich wirklich? Wo komme ich her? Warum bin ich hier? Was ist meine Lebensabsicht? Und dann beginnt das eigentliche wahre Leben. Ein wunderbares, faszinierendes Abenteuer des wahren Lebens. Danke ganz herzlich, lieber Herr Kurt Tepperwein. Eine Frage hätte ich noch gehabt, aber ich glaube, die hat sich auch schon erledigt. Ich wollte eigentlich noch zwei, drei Tipps von Ihnen hören für Zuschauerinnen und Zuschauer, die situationsbedingt gerade sehr viel und stark in den Ängsten leben, weil wir ja eine Situation haben hier auf der Welt, die virusbedingt ganz viele Menschen doch erschüttert. Aber ich glaube, Sie haben den Schlüssel schon gesagt. Wir sollten uns aus der Illusion zurückbegeben in das, was wir wirklich sind, nämlich Bewusstsein und die Sache einfach beobachten. Ja, nun sagen die Realisten, ja Moment, die Probleme sind ja nun real in der Welt. Ja, die sind ja unübersehbar, ganz offensichtlich. Ja, natürlich. Aber ein Verstand steht da vielleicht vor einer Situation, die er noch nie hatte, die er nicht kennt, für die er keine Erfahrung mitbringt und für die er keine Lösung weiß. Aber Bewusstsein sagt, ja, ich muss keine Lösung wissen. Ich bin ja in der Wahrnehmung. Also frage ich mich einfach, was ist denn meine Aufgabe in dieser katastrophalen Welt, in dieser katastrophalen Zeit? Ja, was ist jetzt für mich zu tun? Und jetzt kann ich mit keiner Aufgabe mehr überfordert werden, egal was die Zukunft bringt. Bewusstsein kann keine Angst vor der Zukunft haben, wie der Verstand, der weiß, ich bin dem nicht gewachsen, dafür habe ich keine Erfahrung. Aber Bewusstsein sagt, ich brauche keine Erfahrung. Ich nehme wahr, was ist jetzt zu tun? Und damit bin ich gleichzeitig auch noch im Jetzt. Denn wahrnehmen kann ich nur jetzt. Ich kann nicht vorhin wahrnehmen oder nachher. Und jetzt ist aber das, wo das Leben stattfindet. Das heißt also, plötzlich stimmt mein ganzes Leben, wenn ich der bewusste Beobachter bin, in der Wahrnehmung bin, nehme ich in jedem Augenblick wahr, was zu tun ist, tue das Richtige, weiß, dass es zum Erfolg führt und mein Leben fließt auf einmal ganz harmonisch dahin, auch in einer katastrophalen Zeit. Das war ein sehr schönes Schlusszitat. Ganz herzlichen Dank.
Lieber Herr Tepperwein, danke auch, dass Sie uns alle mit 136 Büchern von Ihnen schon bereichert haben. Und Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie noch mehr Weisheiten von meinem Kurt Tepperwein erfahren möchten, hören möchten oder sich damit beschäftigen möchten, ich kann Ihnen nur empfehlen, eines seiner großartigen Bücher mal zu kaufen und zu lesen und einfach da eine gewisse Art von Weiterbildung zu machen. Was hat er heute noch so schön gesagt? Zuerst gewinnen und dann beginnen. Auch dieses Schlusszitat von ihm, das nehme ich mit auf meinen Reisen, auf meinen Weg, und ich wünsche Ihnen damit auch ganz viel Erfolg, alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.